Ja, liebe Leute, heute ist wirklich ein ganz besonderer Tag, denn ich habe hier gerade beim Gästeservice einen Geburtstagsbutton bekommen. Ich zeige den mal gerade euch hier. Das ist richtig cool. Der ist normalerweise so, glaube ich, für die Kinder. Aber ich bin ein großes Kind und vor allen Dingen habe ich heute einen runden Geburtstag, denn ich werde heute 55 Jahre alt. Und das Beste ist, meine Lieblingsfigur im Phantasialand ist der Kroker. Und der ist hier drauf und das ist ja schon ein Zufall, der absolute Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Vielen Dank an das Phantasialand. Ich würde mal sagen, es geht weiter. Ich bin jetzt gerade hier im Souvenirshop und der heißt Haus der sechs Drachen. Und hier gibt es, wie das in so einem Souvenirshop üblich ist, ganz viele Souvenirs. Ne? War doch schlau jetzt, oder? So, und jetzt gucken wir einfach mal uns ein bisschen um hier, was hier alles so gibt. Ne? Hier gibt es jede Menge Mäuse, Kroker. Das ist natürlich hier zum größten Teil alles für die Kids. Ja, und jetzt sind wir hier in der Schneckecke. Und hier seht ihr Quetzal. Und das ist das Maskottchen aus der Themenwelt Mexiko. Und das Ganze in überdimensionaler Größe. Ja, und hier gibt es jede Menge Souvenirs. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, hier an dieses T-Shirt. Ich glaube, das hatte ich mir bei der Einweihung von Klugheim gegönnt. Allerdings habe ich es da nicht mehr so ganz rein, denn der Markus, der isst gern Kuchen. Ja, so sieht's aus. Das ist auch so ein Problem mit diesen ganzen Leckereien, die es in so Freizeitparks und auf der Kirmes gibt. Da muss man sich immer ganz schön beherrschen, denn, liebe Leute, wenn man da zu viel dann davon isst, passt man einfach nicht mehr in die Fahrgeschäfte rein. So, gehen wir mal aus dem tollen Shop raus. In diesem Video zeige ich euch auch mal, was es alles so Neues gibt an Deko-Elementen hier im Phantasialand. Ja, liebe Leute, jetzt kommen wir hier in den Themenbereich Fantasy. Und was ist das? Hier gibt es so einiges Neues zu entdecken. Und hier war so ein Wasserspiel für die Kiddies. Und jetzt wurde das hier entfernt und jetzt ist jede Menge Platz hier. Und was sehen wir da? Das ist hier so ein schöner Beachbereich, so würde ich das mal nennen. Macht ja auch Sinn, weil hier im Hintergrund ist ja auch der Mondsee. Also praktisch am Wasser gelegen hier. Eine wunderbare Möglichkeit, sich zu entspannen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal erstmal zu den ganzen Neuheiten hier. Hier seht ihr Arboras. Ich hoffe, das ist so richtig ausgedrückt worden von mir. Neuer imposanter Schriftzug. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die Attraktion nur für Kiddies ist oder auch für dicke Erwachsene. Damit meine ich mich selber. So, ich schaue mich mal gerade hier um. Und hier gibt es sehr, sehr viele interessante Rutschen. Und ziemlich lang. Und das ist ja richtig mega geworden hier. Also richtig cool. Kletterelemente hier für die Kiddies. Und vielleicht auch für die Erwachsenen. Ich check das gleich auch mal ab. Weil irgendwie bin ich ja auch noch ein Kind. Und zwar von meiner Mutter. Moment mal. Der Herr geht da auch durch. Soll ich das wirklich mal wagen, da durchzugehen? Also hier kann man wirklich Spaß haben. Vor allen Dingen auch die ganzen Familien. Sehr, sehr viel erleben. Und das ist auch so ein bisschen pädagogisch wertvoll hier. Dass sich hier die Kids auch bewegen können. Aber ich gehe da jetzt, glaube ich, mal durch und probiere das mal aus. Und wenn ich dann auf die Nase fallen sollte, findet ihr, liebe Zuschauer, das bestimmt richtig lustig. Deshalb mache ich mich jetzt mal ein bisschen zum Affen hier. Was meinen Sie? Okay, es geht los. So, liebe Leute, es geht los. Und jetzt geht es ins Innere von Arboras, meine Damen und Herren. So, wir gucken jetzt gerade mal hier. Ich steige da jetzt mal drüber. So. So, ich zeige das gerade mal hier. Ich denke mal,
mit meiner Figur passe ich jetzt da persönlich nicht durch. Oh, vielleicht schade. Doch, aber ich würde es jetzt nicht wagen. Das ist dann doch eher was für die Kiddies hier. Ja, und jetzt wird es spannend hier. Wir kommen jetzt zum ersten Adventure-Element. Und das checke ich jetzt mal ab. Ich finde, das klappt hier schon mal ganz gut. Bravo, bravo, bravo. Ja, sehr, sehr nice. Das ist hier so eine Art Feuerwehrleiter oder wie sich das nennt. Ja, da bin ich ja schon mal ganz, ganz stolz drauf, dass ich jetzt den ersten Abschnitt hier geschafft habe. Und wie ist das eigentlich? Also ich denke mal, dass ich die Kamera jetzt mal auf Superweitwinkel umstelle, um da vielleicht besser alles zeigen zu können. Allerdings wird das dann alles so ein bisschen eierig. Ich habe übrigens eine neue Kamera, und zwar die Osmo Action 4. Die ist sehr, sehr cool, weil die kann man bei jedem Wetter benutzen. Und das ist ja auch irgendwie total witzig. Ich habe jetzt die Osmo Action neu und probiere die heute aus hier, und es regnet, und ich wollte die eigentlich haben, um auch eine Kamera, wenn es mal regnet, zu besitzen. So, liebe Leute, ich bin zurück. Ich habe das jetzt mal umgestellt hier auf Superweitwinkel, dass man hier ein bisschen mehr sehen kann. Jetzt kommen wir zum nächsten Hindernis hier. Da laufe ich jetzt mal drüber und hoffe, dass ich hier nicht auf die Nase falle, weil da wäre es nicht so doll. Klappt aber eigentlich ganz gut. Und übrigens vielen Dank an die Herrschaften aus Österreich, die hier heute das Phantasialand besuchen, die ich eben kennengelernt haben, die auf meine Sachen oder besser gesagt auf meinen Rucksack aufpassen. Weil mit dem Rucksack wird es dann ein bisschen schwierig werden hier. So, also hier ist ganz schön eng. Ich denke mal, dass das wirklich was für die schlankeren Menschen hier ist und für die sportlicheren und so weiter. Sehr, sehr cool. So, gehen wir mal zurück. Ja, ich muss wirklich weniger Kuchen essen, weil ich bin jetzt schon kaputt. Und ich zeige das gerade mal hier. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Aber ich bin da irgendwie nicht sportlich genug für. Ich zeige das gerade mal hier. Ist auch sehr, sehr cool hier. Mit den ganzen Rutschen hier und so weiter. Macht bestimmt auch tierischen Spaß. Hier kommt man übrigens aus. Ja, und hier oben ist so ein Vogel. Den zeige ich euch aber, glaube ich, auch nochmal richtig. Da gibt es so einen Trick. Und zwar gibt es da hinten so eine Kurbel. Und da müsst ihr drehen, drehen, drehen. Da geht erstmal so eine grüne Lampe an. Danach eine gelbe und dann eine rote. Da muss man immer weiter kurbeln. Und irgendwann ist es dann soweit. Der Vogel zeigt hier einen Effekt. Der reißt das Maul auf und dann wird's cool. Oder? Das muss ich richtig erzählen, oder? Schaut mal, liebe Leute, beachtet mal hier diese ganzen Details. Das Phantasialand ist auch sehr, sehr bekannt für seine Detailverliebtheit. Und hier kann man irgendwie dran drehen. Und keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Ich denke mal, da kann man den Vogel beim Fliegen zuschauen. Ne? Naja. Ja, vielen Dank, dass Sie so nett auf die Tasche aufgepasst haben. Ja, und hier ist Crazy Bats VR Coaster. Und ich würde mal sagen, es geht los, denn leider kann ich auf die Attraktion jetzt keine Action Cam mitnehmen. Und das muss man natürlich auch respektieren. Und wir sehen uns dann gleich nach der Fahrt. Ja, liebe Leute, ich komme jetzt hier gerade aus Crazy Bats. Und da macht er immer wieder Spaß, und vor allen Dingen finde ich, ist das mit einer der besten VR-Filme, die ich so kenne.
Und ich hoffe, dass uns diese Fahrt noch lange erhalten bleibt, denn ich bin ein richtiger Fan von. So, ich nehme euch mal mit. Jetzt geht's nach Woodstown, so heißt das hier. Und hier gibt es so einen Spinning Coaster. Besser gesagt, hier gibt es zwei Spinning Coaster. Vinyas 4 und Force. Und die Anlage ist übrigens von Maurer und Söhne. Eine sehr, sehr coole Achterbahnfirma. Und für alle, die es nicht wissen, von Maurer und Söhne gibt es auch Mausachterbahn auf der Kirmes. Und zwar die ehemalige Katz- und Maus-Achterbahn von Klünder, die jetzt X-Racer heißt, ist auch von Maurer und Söhne. So, und hier gibt es jede Menge Schminkutensilien, dass die Kinder richtig hübsch bemalt werden oder ich denke mal, so nennt man das, ne? Ja. Und wie lange dauert das ungefähr, sowas hier zu machen? Also die Dame macht das so in 2-3 Minuten und die muss da sehr kreativ sein. Zeigen wir mal gerade hier nach oben, denn hier geht's hoch hinaus. So, ich habe jetzt gerade erfahren von der Dame, dass die Schminke von Eulenspiegel ist, das ist wohl der Hersteller, und topmäßig zu verarbeiten ist und praktisch auch wieder sich sehr, sehr gut entfernen lässt. Nicht wahr? Ja, das stimmt. So, in diesem Sinne scheint sich der Akku jetzt zu verabschieden, deshalb werde ich den jetzt mal tauschen. So, ich bin wieder zurück und musste gerade mal den Akku tauschen. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt gerade hier im Woodstown, 850 Jahre vor dem großen Erdrutsch. Ja, und sehr, sehr cool finde ich auch immer hier diese Hüpfdinger, diese Frösche. Und da bin ich auch so ein Fan von, ne? Aber in letzter Zeit so durch meinen Bauch und so, weiß ich nicht so genau, ob ich da mal mitfahren soll. Allerdings, die Achterbahn lasse ich mir nicht entgehen, denn da bin ich so ein richtiger Freak, stehe ich drauf. Im Hintergrund wieder den Schwanensnack und da gibt es leckere Pommes mit verschiedenen Toppings. Und ich bin auch so ein kleines Leckerchen und ich denke mal, dass ich mir auch gleich hier mal so eine Portion genehmigen werde. The Wolkes Luftpost. Und die Besonderheit ist da, dass man sich da auch ein bisschen sportlich betätigen muss. Vor allen Dingen sind ja auch sehr, sehr viele Jugendliche so nur noch mit dem Handy dran und so betätigen die sich dann auch mal so ein bisschen sportlich. Der lustige Papagei hat sich jetzt gerade in Bewegung gesetzt und ich denke mal, die Fahrt ist lustig, weil die Leute alle Spaß haben. So, ich gehe jetzt hier mal zum Feni. Oh, ist das schön. Feni ist beliebt, liebe Zuschauer. Und hier auch nochmal den Feni, den ich eben in echt gesehen habe. Als cooles Stofftier. Ich zeig das gerade mal hier. So, nachher gehen wir ja auch noch zum Themenbereich Afrika, Deep in Afrika. Und hier gibt es auch Souvenirs. In allen Variationen. Hier unten ist hier so ein, ich weiß gar nicht, was das hier ist, das ist, sieht aus wie so ein Leguan oder irgendwie sowas. Und ja, hier ein Erdmännchen und Schalen und sehr, sehr interessante T-Shirts, hübsch bedruckt. Auf der anderen Seite sogar eine coole Schlange hier. Und hier gibt es natürlich auch jede Menge cooler T-Shirts. Hier gibt es auch noch Socken, wenn man mal nasse Füße bekommen hat auf der Wildwasserbahn, die hier übrigens Chiapas heißt. Seht mal, liebe Leute, wie das funkelt. Wahnsinn, wenn ich jetzt mich hier so ein bisschen hin und her bewege. Die glänzen ja wie Edelsteine. Hier gibt es unzählige Mitbringsel. Vor allen Dingen auch sehr, sehr cool ist diese Tasse hier. Und zwar ist das hier von der Attraktion Maus und Schokolade. So ein interaktives Geschäft. Hier ist wohl so die Hauptwand mit den Phantasialand-Mitbringseln. Hier zum Beispiel
eine Bauchtasche und so, Cappies und hochwertige Gepäckstücke und hier auch Taschen und so weiter und Schlüsselanhänger, coole T-Shirts und so weiter. Und hier sehen wir nochmal das Logo vom Phantasialand in Brühl, wo ich mich heute befinde. Sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal, liebe Leute, dass ihr mir heute die Eintrittskarte zur Verfügung gestellt habt, hier meinen 55. Geburtstag zu feiern. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Wir gehen jetzt mal weiter und ich wünsche euch noch viel Spaß jetzt bei meiner Tour durch das Phantasialand hier in Brühl. Und wenn ihr irgendwelche Informationen wollt, hier gibt es auch noch so einen Family Service mit verschiedenen Parkplänen und so weiter. Und das Ganze in verschiedenen Sprachen, hier zum Beispiel in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch natürlich nicht zu vergessen. Denn viele Niederländer wissen auch Freizeitpark zu schätzen und sind dort gerne unterwegs. Hier sind ja wirklich überall unzählig viele Blumen platziert worden. Und ich denke mal, da bedarf es auch einiges an Gärtnern, die hier jeden Tag auf Tour sind, um das hier zu gestalten. Und ich denke mal, dass das auch ziemlich aufwendig ist. So, ich zeig das mal gerade hier. Auch hier alles sehr, sehr schön bepflanzt. Und hier ist der Eingang übrigens zum verrückten Hotel, was Tartuffe heißt. Und jetzt befinden wir uns im Inneren vom Hotel Tartuffe. Das ist übrigens der Anstellbereich. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen warten hier. Und um den Akku zu sparen, werde ich jetzt mal so lange wegschalten hier, bevor wir uns gleich in das Hotel begeben. Denn dauert noch ein bisschen hier, bis wir empfangen werden hier vom Portier, der alle Hände zu tun hat, hier das abzufertigen, liebe Leute. Seht ihr mal. Hier ist übrigens die rollende Tonne. In jedes gute Laufgeschäft gehört eine rollende Tonne. So, durch, Leute, ich zeige euch mal. Es gibt hier so einen Trick, ne? Und zwar hier ist die Laufrichtung. Man muss hier unten so laufen. Da kann man hier so ganz easy drin stehen. So, wir gehen mal weiter. Boah. Ja, das Hotel Tartuffe, das gibt es ja auch schon ziemlich lange und ist immer noch ziemlich cool. Ja, und ich glaube, so eine Laufgeschäfte, die werden noch nicht alt. Und da hat man immer viel Fun. Deshalb heißen die ja auch Funhäuser. So, Wortspiel, ne? So, ich drehe das gerade mal um. Hier haben wir einen Spiegel. Hier ist übrigens auch so ein Effekt. Effektiv hier mit dem. So, ich zeig das mal gerade. So, ich sehe jetzt aus wie so ein Schlauch. So, cooler Raum. Ist alles schief hier. Und hier hängt ein Bett an der Wand. Ich kann mich noch genau daran erinnern, bei der Eröffnung war da sogar jemand drin. So, hier ist übrigens das Badezimmer. Was allerdings weniger zum Waschen gedacht ist, sondern mehr zum Spaß haben. Denn hier ist so ein Boden, der sich dreht. Und das ist ja auch mal ein Gimmick hier. Diese umgedrehte Toilette hier an der Wand. Witzig, kann ich nur sagen. So, es geht weiter hier mit den sogenannten Wackelböden. Gibt es auch in jedem Funhaus. Spaßhaus übrigens ist die Übersetzung vom Englischen. Ja, und sehr, sehr cool ist ja auch, dass hier links und rechts praktisch so Scheiben, Spiegel gibt, wo man sich selber sehen kann. Ne? So, jetzt kommen wir zu den Boxsäcken hier. Für alle Leute, die ein bisschen gefrustet sind, können hier so mal richtig sich auslassen. Natürlich nicht. Also nichts zerstören, liebe Leute. So, ich zeige das gerade mal hier. Sehr, sehr cool sind auch diese Böden mit diesen Rollen. Ah. Ja, und ich denke mal, dass das hier irgendwie was Neues ist. Da ich mich ja gerade schon bei einer Attraktion sportlich betätigt habe, werde ich das jetzt nicht machen. So, auch cool hier. Kann man hier den dicken Kirmes-Marco sehen. Laufgeschäfte gibt es ja viele.
Aber das ist schon ein Besonderes hier. Und vor allen Dingen sind hier sehr, sehr viele Gimmicks angebracht. Ja, sehr, sehr cool sind auch immer diese Treppen hier, wo man wirklich darauf achten muss, wie man läuft. Und das ist gar nicht so einfach. Aber da gibt es einen Trick. Also im Prinzip immer abwarten, bis die Bewegung zu Ende ist und dann einfach auf den nächsten Schritt übergehen. So, ich zeig das mal gerade hier. Ja, liebe Leute, es ist ganz schön warm. Bin jetzt richtig gestresst und muss jetzt mal gerade ein kleines Päuschen einlegen. Hier ist so eine Schallplatte, glaube ich. Und ein Grammophon. So, und jetzt geht's ins Labyrinth. Steht hier übrigens auch nochmal. Durch den Kleiderschrank durch. Auch ein sehr, sehr cooles Gimmick. Und bei so Labyrinthen muss man mal ganz schön mit dem Köpfchen aufpassen, weil sonst läuft man mit seinem Depp so gegen die Scheibe. Und da gibt es übrigens einen Trick. Am besten immer so die Hände nach vorne strecken. So. Weil sonst haut man sich den Depp und das war jetzt verkehrt hier. So, ich bin hier schon mal verkehrt gelaufen. Wir müssen es auf jeden Fall anders laufen. Irgendwie habe ich das jetzt nicht richtig gemacht. Ist auch verkehrt hier. Ich hoffe, dass wir jetzt den Ausgang finden. Das sieht ja schon mal gut aus hier. Ja, hier sind wir richtig. So, jetzt wieder durch den Kleiderschrank gelangen wir wieder ins Hotel. Und hier kann man musizieren. Bing, bing, bang, bung. Ist übrigens auch witzig hier mit den Stufen, die in alle Richtungen geformt sind. Hier gibt es so coole Gimmicks noch mit so Knöpfen. Und wieder so ein Rollboden. Vor allen Dingen, das Besondere ist ja auch, dass man da das praktisch auch abkürzen kann. So, jetzt kommen wir gleich zur Rutsche. Und ehrlich gesagt, ob ich jetzt da die Schuhe ausziehe, habe ich jetzt gerade nicht so Lust drauf. Ich zeige das einfach mal, was man hier machen kann. Rutschbahn war früher, glaube ich, war das eine Rutschbahn, die wurde dann irgendwann mal umgebaut. Ah, wollte ich jetzt nicht machen, weil ich hatte jetzt keine Lust, meine Schuhe auszuziehen. So, ist ganz schön warm. So, wir gehen jetzt mal durch Berlin und ich nehme euch mal mit. Und dann gucken wir mal, was hier alles Neues gibt. Und hier oben, Schild kann man dazu nicht sagen, diese Veranda mit dem Schriftzug, das ist auch neu. Sieht sehr, sehr cool aus und sehr, sehr passend auch hier zur Thematisierung. Ja, und hier befindet sich die Themenwelt Ruckburg. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Mit dem Multi-Lounge-Coaster Fly. Und da gehen wir jetzt mal rein und schauen mal, ob es da auch einige Neuheiten, neue Thematisierung, neue Deko-Elemente und so weiter gibt oder Neuerungen. Sehr, sehr cool. Finde ich ja auch den Bereich, wo es reingeht übrigens, wo sich unheimlich viele mit vertun ist. Eigentlich geht man hier links rein, weil das ja in England hat man ja Linksverkehr. Und das verstehen die Leute nicht. Und die gehen immer verkehrt hier rein und raus, weil die nicht schnallen, dass das hier nach englischen Regeln gehandhabt wird. Wir sind jetzt hier bei der Achterbahn Fly. Ja, und hier ist das Hotel Charles Lindbergh. Und da kann man übernachten und hat das Gefühl, dass man sich in so einem Zeppelin befindet. Ne? Ja, und wie gesagt, liebe Leute,
Hier gibt es unheimlich viele Deko-Elemente. Im Bereich Ruckburg. Und jetzt fliegen wir mal eine Runde mit. Ja, ich komme jetzt hier gerade aus Fly und hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Und also ehrlich gesagt, ich bin jetzt mehr so der Taron-Fan. Aber Fly ist auch richtig, richtig cool. Aber sag ich mal, ich bin halt mehr so der Typ, der gerne aufrecht in der Achterbahn sitzt. So, hier startet gerade wieder Fly und seine Runden. Oder besser gesagt, fliegt quer durch die Themenwelt Ruckburg hier. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, weil ehrlich gesagt, ich kenne das jetzt hier schon so lange, aber weiß immer noch nicht richtig, ob das so richtig ausgesprochen wurde. Ruckburg und so weiter. Ja, hier seht ihr Uhrwerk und hier gibt es die leckeren Burger. Und mein Favorit ist die Navigator. Ist einfach mein Traummenü, was ich mir heute an meinem Geburtstag mal gönne. Übrigens, hier ist der benannte The Navigator mit gegrillten Hähnchenbrust, Ziegenkäse, Gurkennudeln und weiteren Toppings auf fluffig frischen Weizenbrot. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Hier gibt es natürlich auch jede Menge andere Leckereien, aber das ist halt so mein Menü. Hier die Schokoladen- und Candy-Werkstatt. Das ist übrigens hier auch so eine Schokoladenmaschine. Was sie jetzt genau kann, da kenne ich mich nicht so aus. Und hier gibt es viele Kreationen. Hier gibt es auch noch das Ganze in Pizzaform. Und die sind ja wirklich sehr, sehr kreativ hier in der Herstellung. Und ja, was soll man sagen? Vor allen Dingen ist der ist das hier auch sehr, sehr gut thematisiert worden. Und hier riecht es auch richtig, richtig lecker und nach Schokolade. Und für Schokolade, wie ihr wisst, bin ich ja der Fachmann. Sieht man ja auch in meiner Figur. So, hier sieht man das nochmal, was ich gerade gesagt habe. Und zwar hier auf der linken Seite steht gut bei. Aber hier kommen die Leute rein. Also denke ich mal, dass die Wegführung hier englisch ist, weil in England gibt es ja Linksverkehr. Und hier haben wir Bolles Riesenrad. Und das ist richtig klasse für die Kleinsten hier. Übrigens ist mir was aufgefallen, hier oben ist hier so eine Figur und die ist augenscheinlich neu. Und in Phantasia gibt es ja immer neue Überraschungen in puncto Thematisierung und so weiter. Und hier hat sich auch wieder einiges getan. Ist sehr, sehr cool gestaltet worden hier, diese Passage jetzt, die hier neu entstanden ist. Hier gibt es übrigens die leckeren Focaccia. Das ist so eine Art Pizza, aber so viel ich informiert bin, ist der Unterschied zur normalen Pizza, dass das praktisch nicht heiß serviert wird, sondern kalt. Und ist auch sehr, sehr lecker. Also hier im Phantasialand kann man sich wirklich an jeder Ecke durchfuttern. Und das ist wirklich alles dabei, was das Herz begehrt. Vor allen Dingen hier nochmal die leckeren Früchte mit den Toppings und hier Churros in allen Variationen. So, jetzt geht es Richtung Themenbereich Klugheim und Mexiko. Also hier sehen wir jetzt gerade eine Baustelle. Hier werden augenscheinlich jetzt die Themenbereiche abgegrenzt, das heißt, dass man in Mexiko auch mehr das Gefühl hat, nur in Mexiko zu sein und halt in Klugheim das Gefühl, dann sich wirklich in Klugheim zu befinden und nicht noch irgendwie einen anderen Teil von einem anderen Themenbereich zu sehen, denke ich mal, wird wohl das Ziel sein, das hier umzugestalten. Sieht aber augenscheinlich schon sehr, sehr cool aus. Im Hintergrund fährt übrigens gerade Taron, einer meiner Lieblingsachterbahnen hier. Macht immer wieder Spaß, Laune. Ja, hier entsteht auch was Neues. Und zwar kann ich euch noch nicht genau sagen, was das jetzt hier wird.
sehe hier so ein Dach und das ist praktisch hier unten der Ausgang von der Wildwasserbahn Chiapas. Was das jetzt genau wird, ob das hier so eine Aussichtshütte wird oder vielleicht Gastronomie oder so weiter oder eine Toilettenanlage oder was der Geier auch immer da gebaut wird, kann man spektakulieren, wie man will. Ich werde es nicht erfahren, also liebe Leute, vielleicht weiß ich da mehr beim nächsten Phantasialand-Besuch. So, ich zeig das gerade mal hier. Hier haben wir Takana. Hier kann man auch sehr, sehr lecker essen. Und hier war ich übrigens früher sehr, sehr oft. Und hier gab es mal leckere Burger und so weiter. Die Menüs, die wurden umgestellt. Und ich bin halt so der Burger-Freak und so, weil ich ein bisschen schade fand. Aber das ist ja hier auch der Themenbereich Mexiko. Und passend dazu gibt es natürlich ja auch Produkte, die hier in den Bereich passen, beispielsweise die Tortillas, Turkey Wrap Menü, unter anderem Beef Corn Wrap Menü und Chicken Cheese Burrito Menü. Hier gibt es halt mexikanische Gerichte und so weiter und sehr, sehr cool. Ja, liebe Freunde, ich bin jetzt gerade hier in Klugheim, einer meiner Lieblingsthemenwelten hier im Phantasialand. Von der Thematisierung her ist das so genau mein Style hier und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen finde ich imposant, wie hier so die Anordnung von den Schienen ist und dass das alles so verstrickt ist hier und so. Das macht das Ganze schon zu einem einzigartigen Erlebnis. Und ich würde mal vorschlagen, dass ich jetzt mal eine Runde mitfahre. Ne? Was meint ihr? So Single Rider gehe ich jetzt nicht rein, weil ich denke mal, heute ist nicht so viel los, dass ich das jetzt nutzen muss. Ja, liebe Leute, ich komme jetzt hier gerade aus Taron. Soll ich euch sagen, macht immer wieder richtig Spaß. Und die ist schon einzigartig, die Fahrt. Und ist schon ein cooles Erlebnis. Und die Bahn hat zwar keine Loopings, aber ist sehr, sehr imposant durch die schnellen Bewegungen und Streckenführungen und so weiter. Thematisierung, die macht das Ganze hier auch aus. Hier gibt es wirklich unzählige kulinarische Spezialitäten. Wie zum Beispiel Fladenbrot, das Ganze auch so ein bisschen mystisch gestaltet. Lecker Bier gibt es hier und schön thematisiert, das nennt sich hier die Humpenbude. Und hier ist Rutmus Taverne, sehr, sehr cool und kann man sehr, sehr gut essen und kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr cool sind auch diese ganzen Displays, die sie jetzt hier neu gemacht haben. Ich glaube, das war auch schon im letzten Jahr so, wo man sich hier gut informieren kann. Ja, und wie man sieht, liebe Leute, sind die ja gerade Arbeiten am Tätigen. Hier wird einiges umthematisiert und die Leute haben auch Spaß und lecker was am Essen. Hier sieht man auch, dass hier einiges umgestaltet wird und da sieht das schon mal sehr, sehr cool aus. Hier die Felsen und so weiter. Jetzt geht's weiter nach Mexiko hier. Ich finde es immer sehr, sehr chillig, hier durchzugehen, vor allen Dingen, wenn man sich ein lecker Bierchen genehmigen will. Hier gibt es auch leckeres Corona-Bier. So, hier ist der Eingang von Chiapas. Ja, sehr, sehr cool ist auch hier Cocorico. Restaurant, wo man leckeren Meeresfrüchtesalat mit Knoblauch, Rips und Schweinerippchen mit Barbecue-Soße und Tapas und so weiter und unzählige weitere essenstechnische Spezialitäten bekommt. Und das ist auch wirklich empfehlenswert. Hier ist die Eisshow, die ist ja auch wieder in der Arena de Fiesta, Rock on Ice. Und ist auch eine sehr, sehr coole Show und lohnenswert, die mal zu besuchen. Und was soll ich sagen, seht es euch am besten mal selber an. Ja, liebe Leute, ich komme jetzt hier gerade aus Talocan und hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich liebe das mit den Loopings und so weiter.
Vom Thema her natürlich einzigartig hier mit den ganzen Effekten und so weiter. Ist schon richtig, richtig cool. So, es geht weiter. Und das auch noch so ein bisschen mexikanisch thematisiert hier mit diesen Flaggen. Ich weiß gar nicht, ob das Flaggen sind oder ob die einen speziellen Namen haben. Hier kommt jetzt gerade Colorado Adventure. Richtig coole Achterbahn. Was die meisten sagen immer dazu, Holzachterbahn, da weiß das gar keine. Colorado Adventure, liebe Leute, ist keine Holzachterbahn. Für alle, die es nicht wissen. Sieht zwar so aus, aber okay, habt ihr was gelernt heute. Ja, und jetzt zeige ich das nochmal hier. Hier ist das Silverado Theater. Und hier gibt es jetzt, glaube ich, eine neue Show. A Battle of the Best. So, jetzt sind wir hier in Chinatown. Den Bereich mag ich ja sehr, sehr gerne auch immer beim Wintertraum, weil das ist immer alles so wunderschön beleuchtet hier. Hier gibt es auch jede Menge kulinarische Spezialitäten. Zum Beispiel genüssliche Asianudeln. Das gibt es einmal mit Huhn und einmal mit Gemüse. Und habe ich mich auch schon selbst von überzeugt. Schmeckt sehr, sehr gut. Und hier ist noch eine weitere Bude aufgebaut. Und zwar gibt es hier einmal so Nudelgerichte und so viel ich weiß auch vegan. So, jetzt geht es Richtung Deep in Africa. Und ist auch einer meiner Lieblingsthemenbereiche hier im Phantasialand. Was sehe ich da? Deep in Africa. Ein cooles neues Schild. Ganz, ganz neu ist hier auch Mopti's Monkey Depot. Für die Kleinsten ein Kletterparcours. Mit Liebe zum Detail wieder gebaut hier. Und es ist wirklich fantastisch, was der Phantasialand sich hier so einfallen lässt. Ja, und hier gibt es auch jede Menge Deko-Elemente. Das hier ist ja auch neu, die Figur hier und das ist augenscheinlich hier eine Schlange. Und hier kann man so ein bisschen musizieren. Ich zeig das nochmal hier, also afrikanische Drums und naja, vielleicht müsste ich ja noch ein bisschen üben. Ist auch sehr, sehr cool hier thematisiert, hier mit dem verrosteten Dach hier und so weiter, ne? Und hier gibt es auch noch so einen Lageplan hier. Ist jetzt dieses Strohdach hier auch neu? Weiß ich gar nicht. Und hier wird gerade getanzt. Ich bin da auch immer für so einen Spaß zu haben. Denn ich mag immer so knuffige Figuren, finde ich immer sehr, sehr cool sowas. So eine Belustigung in so einem Park. Ich habe das immer sehr, sehr gern sowas. Ich finde das auch ulkig. Da ist ja jeder anders drauf. Manche sagen, hier so Figuren, die sind kitschig und so. Oder sind nur für die Kinder und so. Aber ich bin da mit 55 auch noch ein großes Kind und ich mag das, ne? Mit so Figuren und so, ist richtig cool. Ich glaube, hier wurde auch einiges neu thematisiert oder kam noch dabei. Hier oben sind auch so Palmen und so. Und ich glaube, das Schild da oben, Baobab oder so, ist auch neu. Sieht auch richtig cool aus hier, was hier alles neu thematisiert wurde. Teilweise auch schon im Vorjahr. Und Wahnsinn hier, wie detailliert hier alles dekoriert wurde. Auch sehr, sehr cool ist, wie das hier so gestaltet worden ist. Man hier durchlaufen kann und dann auch einen Ausblick habt hier auf die Achterbahn und so weiter. Ja, hier gibt es noch einen Lebensmittelladen. Und was es da alles so gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Coca-Cola, retromäßig. Auch alles hier vom Feinsten gestaltet. Sehr schön hier. Brot gibt es sogar hier und alles extra behandelt, damit das haltbar ist. So, ich zeige das gerade mal hier. Neu, diese ganzen Schilder, die hier hängen. Hier gibt es auch noch einen Friseur und eine Touristinformation. Hier sieht man das auch.
ins Kleinste detailliert hier mit den Gegenständen hier. Auch sehr, sehr cool hier der Stuhl. Wirklich sehr, sehr detailliert. Vor allen Dingen auch dieses alte Radio hier. Ne? Man hat hier so einen richtig schönen Rundlauf hier. Rojo ist immer dabei und ist ja wirklich ein drolliger Charakter, also muss man sagen. Also denke mal, ist auch als Stofftier hier erhältlich, hier in den Shops und, ne, glaube ich. Und ja, wenn die Kinder oder die Kids das mitnehmen wollen, ne, einfach in den Shop hier rein und sich dann so ein Mojo mit nach Hause nehmen. Ne. Allerdings nicht in der Größe hier, ne, denn du bist das Original, oder? Jetzt gehen wir mal in Adventure Trail, ist auch eins der Highlights hier im Phantasialand. Ist jetzt in dem Sinne keine Fahrattraktion, aber es macht richtig, richtig Spaß und dann nehme ich euch jetzt mal mit. So, hier geht's rein. Sehr, sehr cool. Soll ich da wirklich weitergehen? Aber das ist alles gesichert hier, alles TÜV geprüft im Phantasialand. Ne? Übrigens, hallo, ne? Hallo, hier ist der coole Ranger und der hatte ja auch einige Freunde am Start. Ne? Mhm. So, lass uns mal durchgehen hier. Ne? Vielen Dank. So, hier geht's rein. Und hier gibt es auch ganz, ganz viele Elemente, die man hier durchläuft. Vor allen Dingen auch, dass man hier immer wieder so einen Blick, ich drehe das gerade mal um hier, hat auf die Achterbahn. Ja, und hier muss man schon so ein bisschen aufpassen. Aber im Endeffekt kann da nicht viel passieren, außer dass man vielleicht so in die Seite reinfällt. Aber da wird man ja auch aufgefangen. Also das heißt, das ist schon sehr, sehr sicher, auch für die Kids hier. So, ich drehe das gerade mal um hier. Auch sehr, sehr cool gestaltet hier. Und hier sind auch viele Elemente, die durch so einen Annäherungsschalter ausgelöst werden, wo man dann so auch hier Geräusche wahrnehmen kann, zum Beispiel Knarren, Knistern und so weiter. Sehr, sehr cool, auch hier oben. Und ich glaube, wir befinden uns hier gerade in so einer Art Turm. Hier geht's runter. Und auch sehr, sehr interessant ist, dass wir hier durchgelaufen im Winter. Solange das hier nicht so komplett rutschig ist und so, kann man hier auch im Winter durch. Ja, und sehr, sehr cool ist auch der Part hier. Hier muss man richtig aufpassen, dass man nicht nass wird. Und da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen mit Köpfchen dran gehen. Das heißt, dass man sich dann immer irgendwo hinstellt auch, wo man dann nicht nass wird. Ne? Das wäre jetzt in dem Falle. Mal überlegen, also hier vorne links sind jetzt gerade zwei so Sprengler, dann ist dazwischen einer, also ist schon sehr, sehr knapp, also ich hoffe ja nicht, dass ich nass werde, aber liebe Leute, ich habe ja die Action 4 dabei, die coole DJI Kamera, da kann man ruhig nass werden, weil die ist mit dem Gehäuse bis 18 Meter wasserdicht, ne? Kleine Schleichwerbung zwischendurch. Ne? So, es geht weiter, jetzt wird es lustig hier, ja. Eieieiei, also ein bisschen Schiss habe ich ja schon, dass ich jetzt nass werde hier. So, ich guck mal gerade. Eins, zwei. So, eins, zwei. Eins, zwei. So, jetzt haben wir hier den Zwischenbereich. Jetzt habe ich den voll abbekommen. Jetzt habe ich das voll abbekommen hier, das Wasser. Seht mal. Jetzt habe ich mir hier voll zum Affen gemacht. So, hier geht es jetzt runter. So, wir gehen mal weiter und nehmen euch mal mit. Und ja, hier ist die Teilverliebtheit hier. Der absolute Wahnsinn. Und hört ihr das? Boah. Hier gibt es auch noch so Druckluft-Effekte, dass man sich erschreckt und so. Und so eine, ich glaube, das nennt sich. Also eigentlich wird das ja benutzt so für die Feuerwehr,
damit die schnell irgendwie zum Einsatz kommen. Ich glaube, das ist eine Feuerwehrleiter. Ne? So, wir gehen mal weiter. Hier sind solche, die sogenannten Boxhecke. Witzige Sache, vor allen Dingen auch die Leute, die so ein bisschen Aggression haben, die können die hier loswerden. Ich bin übrigens heute ganz gechillt, denn heute habe ich ja meinen Ehrentag. Hier geht es übrigens zur Rutsche. Ich denke mal, dass ich da nicht durchpasse. Da bin ich dann noch ein bisschen zu groß für. So, ich nehme euch mal mit. Ich mache das heute mal. Hier geht es jetzt hoch und soviel ich weiß, geht es hier zur Rutsche. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, es ist ein sehr, sehr cooler Tag heute. Vor allen Dingen habe ich schon ein paar Mal gesagt heute, spielt auch das Wetter mit, was ich sehr, sehr schön finde. Inzwischen ist es sogar noch nicht mal mehr kühl oder so. Und es ist richtig angenehm, das perfekte Wetter zurzeit. Und ich würde mal sagen, ich genieße jetzt den Resttag. Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht hier im Phantasialand. Und heute Abend werde ich noch ein bisschen feiern mit meiner Familie. Und liebe Leute, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sage tschüss. Ihr seid die coolsten. Und bis zum nächsten Videoclip auf irgendeiner Kirmes oder wo auch immer. Euer Kirmes Markus.